Yo, Leute, es geht weiter mit Shantae. Ja, ich habe mittlerweile auch mit Little Big Adventure wieder angefangen. Und ich habe aber auch, also ich habe einmal riesig Lust, Little Big Adventure zu spielen, weil ich habe es angefangen und dann die Musik und überhaupt das ganze Spiel hat bei mir ziemlich Nostalgie ausgelöst und ich bin froh, das jetzt wieder spielen zu können. Aber gleichzeitig habe ich auch riesen Lust auf Shantae, denn dieses Spiel ist einfach cool. Es macht riesigen Spaß. Ich muss mal eben gucken, wie war der Tanz. Um mich mit einem Affen zu verwandeln, runter und dann rechts, wenn ich mich irre. Jawohl. Ich bin ein Affenkind. Wuhu. Und wenn ich mich richtig erinnere, war hier rechts nämlich noch ein Topf. Genau. Und wie komme ich da hoch? Moment. So, Moment. Das war fast richtig. Ich möchte an den Topf dran. Komm schon. Kletter da hoch. Kletter da. Ach komm schon, Shantae. Du möchtest doch auch an den Topf ran, du Affe. Nie. Nein, ich kann sie jetzt sogar rechtmäßig als Affe bezeichnen, ohne beleidigend zu sein, weil sie ist ja ein Affe, wie man unschwer erkennen kann. Komm schon. Ja, komm, hüpf doch hoch. Moment. Vielleicht. Moment, da komme ich auch nicht hoch, oder? Doch, da komme ich noch hoch. Dann muss ich. Wie komme ich da hoch? Na komm. Also irgendwie mit Anlauf nehmen, von der Seite aus klappt das nicht so richtig. Mehr sehen könnte. Nein. Okay, ich muss natürlich auch abspringen. Sonst ist es klar, dass es nicht funktioniert, aber. Nee, das ist einfach zu hoch. Ich knall an die Decke. Deswegen muss ich versuchen, hier irgendwie hochzukommen. Das Problem ist nur, dass ich hier einfach nicht genug Platz zum Springen habe. Weil ich da auch an die Decke anknalle. Zumindest an die Schnauze von dem Drachen. Na, das war knapp. Das war knapp. Ich möchte den jetzt haben. Ich sagte, ich möchte den Kopf jetzt da, den Krug haben. Komm schon. Ja, also tut mir leid, wenn das gerade langweilig für euch ist, dass ich hier nur die ganze Zeit wieder runterfalle, aber ich möchte den wirklich haben. Und ihr würdet den wahrscheinlich auch haben wollen, wenn ihr das Spiel spielen wolltet. Würdet. Also, tut nicht so. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du schaffst das, Shantae. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Schließlich wirst du von mir gesteuert. Komm schon. Geht doch. Seht ihr? Ich sag doch, dass es geht. So, was ist jetzt da drin? Jetzt bin ich gespannt. Nicht runterfallen. Und Leben. Naja, immerhin. Leben kann ich bestimmt gut gebrauchen. Nein, das war falsch. Runter und dann nach rechts. So, ich verwandle mich wieder in einen Affen. Denn. Ich weiß, dass hier noch am Anfang. Okay, ich verwandle mich doch nochmal zurück in Shantae, denn als Affe kann ich hier leider keinen Schaden ausführen, die Dinger hier nicht kaputt machen. Aber ich weiß, oder ich meine mich zu erinnern, weil es ist jetzt schon nur wieder eine Woche her, dass ich Shantae das letzte Mal gespielt habe. Ich kenne mich im Dungeon nicht mehr wirklich aus. Aber ich meine mich zu erinnern zu können, dass hier irgendwo etwas war, wo ich hochklettern konnte, wo noch ein Warp Squid War war. War, genau, der War. Das wäre dann der vierte. Und ich habe erst gedacht, jeder Warp-Squid wäre irgendwie für ein Dorf. Aber anscheinend muss ich, wenn ich mir das jetzt richtig denke, für jedes Dorf vier Warp-Squids sammeln. Und ich vermute mal, die sind alle in den jeweiligen Dungeons. Das heißt, wenn ich hier vier Warp-Squids habe, kann ich den großen Warp-Squid benutzen, um mich da irgendwie zu teleportieren. Und genau hier meinte ich das. Auch da oben ist der. Aber das sieht nicht so aus, als würde ich da hochkommen mit der Affenform. Denn ich erreiche ja nicht mal. Den Stein, oder? Moment, ich verwandle mich mal in einen Affen. Runter und rechts. Affenform. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht ins Wasser falle. Das wäre. Warum sage ich es denn auch noch? Kaum sage ich es, passiert's. Naja, wenigstens sind die Gegner. Ich faile gerade ziemlich. Toll. Naja, wenigstens habe ich das extra Leben gefunden. Das zahlt sich jetzt schon wieder aus. Ah, du stirbst, du stehst im Weg. Nein, aber hier komme ich nicht hoch mit dem Affen, denke ich mal. Weil ich könnte von da springen. Jetzt verwandle ich mich mal hier in einen Affen. Runter und rechts. Und Magie. Und jetzt selbst mit Anlauf komme ich da nicht hoch. Hüpf, nein. Es ist gerade so zu knapp. Naja, schade. Da oben ist auch nicht irgendwie noch ein.
Geheimgang oder so. Ich würde den nämlich wirklich gerne haben. Aber wahrscheinlich brauche ich dafür den Spinjump oder irgendwas, wo ich höher springen kann. Hm, du gehst mir bitte auf den Weg. Na toll, du bist mir auch im Weg. Geh da weg. Geh zurück ins Wasser. Geh, danke. So. Ich möchte mich nicht nochmal da reinfallen, nur wegen so blöden Quallen hier. Hm, das war knapp. Aber egal, wir haben das gemeistert. Und hier ging es... Nach oben ging es weiter, aber ich wollte nochmal nach unten. Denn der Depp vom Dienst, der hat mich darauf hingewiesen, dass hier noch ein Geheimgang eventuell wäre. Zumindest sieht es so aus, als ob da noch ein Geheimgang wäre, weil er hat das Spiel auch noch nicht gespielt. Aber ich habe mir die Stelle angesehen und ich muss sagen, er hat recht. Wenn da kein Geheimgang ist, dann weiß ich nicht, dann ist das einfach nur blödes Level-Design. So, du bist Geschichte. Hä? Warum ging das jetzt runter? Na egal. Und zwar, hier oben, da ist die Vase und hier müsste man eigentlich... Jawohl, man kann hier durchklettern. Haha, gute Augen, Depp vom Dienst. Dankeschön. Das hätte ich wahrscheinlich selbst übersehen. Es sind hier nochmal Vasen drin. Und ich kriege jede Menge Juwelen. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Hm. Juwelen habe ich immer gerne. Und hier jetzt auch weiter? Hm, komisch. Das sah im Video so aus. Also ich habe mir die Seite auch angeguckt. Das sah im Video so aus, als wäre da keine Delle. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich mich nur verguckt. Und, ah genau, hier ist die Szene wieder. Ich möchte mich hier nochmal durch, um die Vasen zu ergattern, bei denen ich das letzte Mal einfach mit dem Affen hochgesprungen bin und weswegen ich dann deshalb nicht gekriegt habe. Was ziemlich blöd war von mir. Und wahrscheinlich wird da nur irgendein Schwachsinn drin sein, der mir nicht wirklich was bringt, aber ich möchte sie trotzdem haben. Einfach aus Vollständigkeitsgründen. So, rüber hier. Mhm, komm, komm, komm. So, wunderbar, klappt doch perfekt. Ah, oh Gott, das war zu knapp. Wäre jetzt nicht da gekommen, dann wäre ich wahrscheinlich ins Wasser gefallen. Nein. Also glücklicherweise habe ich es doch noch geschafft. Und ich muss jetzt die Augen mal ein wenig besser offen halten, ob hier nicht noch weitere Geheimgänge versteckt sind. Denn vielleicht gibt es ja auch zu dem Warp-Squid, an dem ich jetzt nicht dran kam, noch irgendwie einen Geheimgang, den ich bloß eben noch nicht gesehen habe. Und Moment, das sieht auch verdächtig aus. Da kann ich doch bestimmt hochklettern. Huch, nein, Moment. Das war die falsche Reihenfolge. Runter und dann nach rechts. Ich habe erst nach rechts und dann nach unten. So, ist hier noch was? Eine Vase, ne? Naja, immerhin. Was ist denn da drin? Kleines Juwel. Besser als gar nichts. Das waren noch fünf. Also ein mittleres ist das, nicht ein kleines. Und hier ging es runter. Und hier ging es dann nochmal runter, nachdem man dann den Schlüssel geholt hat. Und ich bin irgendwie falsch gelaufen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo ich lang muss. Das ist natürlich blöd. So, wenn das... Auge zu, na egal, du bist mir jetzt wurscht. Ja, diese Vasen, da möchte ich ran. Wobei, nein, die sind mir jetzt egal. Obwohl, eigentlich würde ich die schon gerne noch haben. Ich verstehe mal noch nicht genau, aber wann ich ihn verletzen kann und wann nicht. Egal, ich lasse ihn jetzt auch einfach da sein, denn er steht uns ja nicht im Weg. Moment, war da oben nicht noch was? War da nicht noch was? Nein, da war nichts mehr. Okay, ich dachte, da wäre noch irgendwie eine Vase gewesen. Aber da scheine ich mich getäuscht zu haben. Stattdessen gehe ich mal hier weiter und... Nein, mir sind jetzt die Vasen wirklich egal, denn ich müsste nochmal über das blöde Abgrundding da, wo ich mit den Float-Muffins drüber muss. Und ich habe keine Float-Muffins mehr, deswegen lasse ich das lieber bleiben. Ja, toll. Ihr aktiviert echt in einer schönen Reihenfolge. Dass ich auf jeden Fall getroffen werde. Naja, was soll's. Ich kletter jetzt hier hoch. Warum nutze ich eigentlich nicht die Affenform? Das wäre hier wesentlich effektiver. Wobei, da käme ich nicht hoch, aber... So, jetzt kann ich hier die Vase noch zerstören. Und dann ging es ja hier oben weiter. Weiter, weiter, weiter. Und nach unten und nach rechts. Nein, hä? Moment. Unten und rechts. Ah, ich habe es nur bloß nicht richtig getroffen. Klettern wir hier hoch. Kletter, kletter. Wupp, wupp, wupp. Und, na egal, die Vase ist jetzt... Na gut, ich komme hin. Dann mache ich sie auch kaputt. Hätte ich jetzt aber hier noch zig Sprünge für gebraucht, dann wäre ich da nicht hingegangen. Und weil ich wahrscheinlich ohne Affenform nicht zurückkomme, verwandle ich mich nochmal. Weil ich wette, ich kann nicht weit genug springen oder mir passiert das hier. Dann müsste ich mich sowieso nochmal verwandeln. Deswegen, das wird böse. Ich verwandle mich mal zurück, denn ich muss wahrscheinlich kämpfen müssen. Nicht? Hm. Was seid Geister... Geistergegner, toll.
Und auch noch die, bei denen ich nicht genau weiß, Hilfe, wann ich sie angreifen kann und wann nicht. Aua, du blödes Mistvieh, stirb jetzt. Moment. Wenn das Auge gerade aufgeht, oder wie? Nicht, wenn es zugeht. Oh, hör auf, so blöd zu springen. Du bringst mich noch um. Aua. Ja, oder wenn wir in dich reinlaufen, wie viel halten die aus? Komm. Okay, ein bisschen warten so. Hä? Ich blicke echt nicht durch, weil ich sie verletzen kann. Das sind sehr seltsame Gegner. Und die Geister vor mir halten viel zu viel aus, meiner Meinung nach. Wow. Lass mich in Ruhe, Moment. Ich möchte die Dinger hier benutzen. Denn die haben beim letzten Mal viel Schaden gemacht. So. Nein. Au. Oh Gott. Geh weg. So. Nein! Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Das eine habe ich besiegt, das andere hat mich dann noch erwischt. Komm her. Aber das andere ist jetzt auch tot, ne? Hm. Moment, das... So. Jetzt stirb auch. So. Oh, wow. Okay, dann kriegst du noch eins reingedonnert. Wunderbar. Das hat mir sonst zu lange gedauert. Jetzt habe ich noch drei... Ne? Drei extra Leben? Hm, ich dachte, ich wäre schon mehrmals gestorben. Aber naja. Warum ist nichts mehr? Okay. Die Musik ist aus. Und da ist Risky Boots. Das ist ein Affenstatue. Hm. Wow. Was ist das? Oder was ist dieser Ort? Ho ho ho, the legendary Dribblestone. Mine for the taking. Why pour water into the steam engine when this thing will power it forever? What? Ey! Okay, sie will anscheinend den Dribble Fountain Stein benutzen, um stark Wasser in die Dampfmaschine zu haben, dass sie für immer antreiben wird. Oh Gott. Was bist du denn? Ich wette, ich kann dich nur am Auge verletzen. Hä? Ein Boss. Unser erster Boss hier, Leute. Also, wenn man das Piratenschiff nicht dazu zählt. Aua. Nicht dazu zählt. So, komm. Hm. Aber der scheint recht simpel zu sein. Irgendwie greift er gar nicht an. Der kann nicht... Ich weiß auch nicht genau, wie er uns jetzt verletzen kann. Aua. Anscheinend auch nur mit seinem Auge und vielleicht seinen Hörnern. Hilfe? Hilfe? Ah, Gott. Wo erscheint er? Da erscheint er. Nein, da. Hä? Hilfe? Oh Gott. Das hat uns komplett erwischt. Vielleicht hätte ich in Affenform da hochklettern müssen. Ich weiß es nicht genau. Es sah jedenfalls nicht so aus, als ob ich da hochklettern könnte. Und, ja, getroffen. Raum. Put, put, put. Flieg schön in meinen Zopf rein, bitte. Du komische Mega-Qualle. Oh Gott, einmal treffen noch und ich bin tot. Ha, ha, ha. Ich habe dich besiegt. Ich bin der Bezwinger der Mega-Qualle. Oh ja, oh ja. Bam, 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 bam. Jawohl, wir haben den Dribblestein. Ja, coole Drehanimation. Wee, wee, wee.